So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Terrakium ist in den Raids. 10 Uhr war der Raid-Boss-Wechsel, ab 11 Uhr kann Terrakium aufgehen. Wir befinden uns im Stadtteil Wallraps in Hildburghausen. Wenn ich es mal rumdrehe, guckt mal, wo ich hier bin. Da ist ein Weg, da sind irgendwelche Hütten, Keller, was weiß ich. Hier drüben ist Wald, noch mehr Wald, überall Wald. Da unten ist eigentlich die Arena. Wenn man mal auf die Karte schaut, wird mir hier genau die Arena angezeigt. Hier ist aber keine Arena, denn das sind ja hier nur diese Keller und diese Hütten. Da ist noch eine Bank davor mit einem Schild dran. Das ist genial, da muss ich gleich mal hinlaufen. Gucken, was da steht. Wo ich gehe und stehe, tun mir die Knochen weh. Aber wenn ich sitz und sauf, hören die Schmerzen auf. Das ist eine sehr schöne Bank. Wieso die keiner eingereicht hat, verstehe ich gar nicht. Wir laufen jetzt mal ein Stück davor. Ich möchte euch nämlich mal die Arena direkt zeigen. Hier ist es ja also diese rote, wo das Terrakium drauf ist. Die heißt Krummer Barich. Und wenn wir hier drauf gehen, seht ihr irgendwie so ein Holzschild. Dieses Holzschild ist aber da vorne um die Ecke. Und irgendwie seht ihr, wir bewegen uns von der Arena weg und laufen auf die blaue zu. Die blaue ist das Weltkriegsdenkmal Wallraps. Das seht ihr hier. Ist also verkehrte Reihenfolge. Krummer Barich ist eigentlich da vorne. Da ist das Weltkriegsdenkmal. Da werden wir uns wahrscheinlich dann auch hinstellen. Da werde ich dann die Kamera positionieren oder so. Und ansonsten, ja, was gibt's zu sagen? Terrakium ist in die Raids. Ich habe wieder eine Grafik gepostet. Ich kann das ja hier mal einblenden. Im Community-Tab, wenn ich rankomme, ist immer schwierig in letzter Zeit. Seitdem ich hier mit dem Handy aufnehme, ist nämlich genau die Aufnahme immer da oben. Im Community-Tab habe ich gepostet, Terrakium Raid, 11.30 Uhr, da muss ich gleich die Leute einladen und habe ja auch eine Übersichtsgrafik, welche Konda gut sind. Das Ding ist vom Typ Gestein und vom Typ Kampf. Das heißt, ihr nehmt Psycho gegen Kampf, ihr nehmt Pflanze gegen Gestein, ihr nehmt Metagross, nehmt einfach Metagross, genau. Und hier drüben, das müsste eigentlich die Arena sein, weil dieses Stück, das ist hier fotografiert worden, das ist eingereicht worden, das ist, ja, Krummer Barich. Hier ist ein Graben, da ist ein Graben, dazwischen geht's hoch, tief in den Wald, da ist gerade eine Frau vorbeispaziert. Also das sind die Konda, die könnt ihr im Community-Tab nachschlagen. Ich zeige euch gleich noch, falls ich hier nicht hinfall, die Leute, die wir einladen. Ist also eine bunte Mischung, ich gucke einfach mal, was es mir vorschlägt. Ist der beste von den drei Rittern der Redlichkeit, ist der beste Kampfangreifer mittlerweile mit Sangdo-Klinge und wird für euch am nützlichsten sein. Für mich leider komplett uninteressant. Ich habe schon meinen 100er auf 50. Werde also nur den täglichen Raid Pass spielen. Wollte unbedingt Viridium bekommen. Habe ich nicht bekommen als 100er. Habe 250 Raids oder irgendwas gemacht, aber muss es halt jetzt durch Lucky Trades kommen. Also in nächster Zeit nur noch Viridium beim Lucky Trade. Das ist mein Ziel. Ich stelle mich jetzt hier rüber. Meld mich gleich zurück. Sag euch dann, wen wir einladen. Wir können euch noch mal zeigen, wenn man hier reinläuft. In Gedenken, da steht noch ein Kranz, genau. Den Toten zum Gedenken 1914 bis 1918 und 1939 bis 1945. Das ist jetzt die Arena. Hier werden wir uns irgendwo hin basteln. Und dann machen wir gleich den Community Raid mit Terrakium zur Begrüßung. 21.13, 26.41 sind die 100er Werte. Mal gucken, ob sich einer merkt. So, und für alle, die gedacht haben, wir stellen uns jetzt da hinten mit der Kamera hoch auf das Denkmal. Natürlich nicht. Das Denkmal lassen wir in Ruhe. Ich habe euch jetzt hier auf diese Bank gestellt und hocke jetzt im Prinzip hier vor dieser Bank rum. Die paar Minuten werde ich schon aushalten. Ich gehe jetzt nochmal hier rein in den Community-Tab und schaue nochmal. Jetzt muss ich das hier oben wieder wegschieben. Was ist das? Ich will hier nicht malen. Nein, Bruder. Jetzt habe ich die Aufnahme pausiert. Ich muss die Aufnahme nochmal neu machen. Moment.
Ich gehe am besten erst auf, ich bin ja schon da, wo ich eigentlich hin wollte. Das ist so kompliziert hier, weil das dieser Button für die Bildschirmaufnahme ist immer mitten oben auf dem Kanalsymbol, wo du draufdrücken musst, um zum Community-Tab zu kommen. Das ist ein bisschen hinderlich. So, wir haben hier also 11.30 Uhr, Terrakium Raid. Die ersten 10 werden eingeladen. Das ist Matsufix, Genaya, T-Tomic, Henry Nicky, Pogehander, King Hammer, Methylene, Holmes, Sherlock, Trainer Sir Ups und LOL Sam. Der Rest ist leider zu spät. Wir gehen jetzt hier auf die Arena. Jetzt muss ich mal schauen. Es nieselt ein bisschen, beziehungsweise ist das so ganz, ganz leichter Regen, ganz leichter Schneefall vielleicht sogar. Da sind schon 2 drin. Das bringt denen natürlich nichts. Ich gehe jetzt privat rein. Ich muss ja auch einladen. So, wir haben Pikachu, Fett und Smet. Drücken erstmal drauf, dass wir die Leute einladen, die wir einladen wollen. Henry, Jenner, Lolze, Matzo, T. Und hier drüben Pokehunter, Holmes, King, Trainer Sir Ups, Methylene. Wir sind drin. Wir machen das immer privat. Selbst wenn wir hier so abgelegen sind, müssen wir das immer erstmal privat machen, müssen erstmal einladen. Und sobald die Leute dann ungefähr drin sind, 7, okay, sobald die Leute dann drin sind, können wir es natürlich noch öffentlich machen. Normal sind es also 12 Leute, 10 Eingeladene plus ich. Jetzt sind wir bei 10, bei 75 Sekunden. Ich werde die private Lobby jetzt mal öffnen, das habt ihr aber nicht gesehen, das war auf dem anderen Handy. Jetzt ist sie öffentlich, das heißt, derjenige oder diejenigen, die in der öffentlichen Lobby waren und sehen, hä, wir sind nur zu zweit, was ist denn da schon wieder los? Die werden ja sicherlich rausgehen und dann merken, hä, jetzt steht plötzlich 7 dort, 10 dort, 12 dort, da gehen wir lieber damit rein. Das ist halt immer, wenn man nicht vor Ort dabei ist. Da steht 11.30 Uhr, aber 11.30 Uhr fliegst du erstmal hier aufs Maul über die Bank drüber und dann wird's halt 11.31 Uhr. Früher war das anders. Da hat man zusammen an der Arena gestanden, da hat man sich abgesprochen, da hat der Rocco immer gesagt, alle raus! Wenn irgendwas war, hat er immer gesagt, alle raus und alle mussten raus. Warum? Ich komme nicht ins Spiel. Die App ist abgestürzt. Ich hab noch Durst, ich muss noch mal einen Schluck trinken. Irgendwas war auf jeden Fall immer. Und dann haben alle da gestanden und haben drauf gehört und keiner wurde zurückgelassen. Jetzt mittlerweile, ja, die Leute gehen rein, zack, fertig. Manche gehen schon eher rein, manche hier, manche da. Man kann sich halt nicht absprechen, wenn man alleine an der Arena steht. Wir sind jetzt 15 Leute, das heißt, theoretisch sind 3 Fremde mit drin, aber was jetzt nicht unbedingt Fremde sein müssen, es sind vielleicht auch einfach Leute aus der Community. Wir haben jetzt hier Gewaltro, auf der anderen Seite sehe ich ja Machomai, also Pflanze gegen das Gestein und Kampf gegen das Gestein, aber es selber ist ja auch Kampf. Dürfte nicht allzu schwer sein, sieht aber immer noch am besten aus, ist auf jeden Fall mein Liebling von der Reihe zwischen Kobaldium, Terrakium und Gewaltro. Zwischen Kobaldium, Terrakium und Viridium ist Terrakium natürlich mein Lieblings-Pokémon, aber nicht nur, weil es am stärksten ist, auch unabhängig davon finde ich das Design irgendwie am coolsten und am mächtigsten, am gefährlichsten. Trotzdem brauche ich es gar nicht mehr, weder Shiny noch 100er noch sonst was. Viridium hätte ich mich gefreut, damit ich dieses Trio auch komplett habe. Muss halt jetzt tauschen. Kobaldium habe ich zum Beispiel schon einen 100er. Habe ich sogar 200er, da fehlen nur XL, weil das seitdem es XL gibt nicht da war. Da kann ich entspannt dann XL-Bonbons mit sammeln und mich freuen, dass ich das dann bei Max und Money mal hochziehen kann. So, hier haben wir Trainer Sir Ups, ne warte mal, Schnurzelpuh, geballte Ladung, Blood and Tears, kampfstark, Trainer Sir Ups, Reisender, LOL Sam, Stylish, Henry Nicky, letzter Angriff. Auf dem Klein haben wir 2607, hier haben wir 2582, ist wieder mal schlecht. Ah, mein Bein. Ich steck das mal ein. Ich gehe hier mal drauf und jetzt müssen wir den nur noch fangen. Wir versuchen den mal so zu fangen. Wir werfen einfach mal drauf. Versuch. Ah, der Bildschirm ist schmierig. Der Kreis müsste eigentlich passen, aber ich sehe, er passt irgendwie nicht. Wir tun es mal mit der Hose hier ein bisschen sauber machen. So. Gehen doch vielleicht noch mal runter. Kreis.
War zu lasch. Lässt sich natürlich jetzt wieder ganz anders werfen als Viridium. Bitte nicht drin bleiben. Wir brauchen erst noch einen fabelhaften Wurf. So, jetzt wisst ihr, wenn ihr in den Kreis trefft, er ist einfach fabelhaft. Jetzt würde ich an dem Kreis nichts mehr verstellen. Jetzt würde ich Geduld haben, immer nur eine Beere nehmen, warten, bis er angreift. Der kann ruhig hüpfen. Hüpfen ist kein Angreifen. Und jetzt immer in den Angriff werfen, wenn er dann mal angreift. Das ist kein Angriff, jetzt ist Angriff, wir curven, wir werfen, wieder einfach fabelhaft, super. Jetzt haben wir den Dreh raus, ne? Jetzt kann er ruhig drin bleiben, damit das Video sich nicht so zieht. Nächste Beere also, wieder warten auf den Angriff. Er greift an, wir curven zweimal, wir werfen, einfach fabelhaft. Gefühlt spielt sich jetzt von alleine. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr das macht, wenn ihr viele Bälle habt. Spielt ihr geduldig, wartet immer und werft dann? Oder werft ihr einfach immer blind drauf, selbst wenn das nur großartig oder gut ist oder daneben geht oder ihr gar nicht trefft und er abwehrt, weil ihr sagt, ihr habt so viele Bälle, in irgendeinem würde schon drin sein. Ihr habt keine Geduld, das zieht sich sonst zu lang. Für das Video ist es natürlich schöner, wenn wir gediegen machen und er auch drin bleibt und er nicht flieht. Außerdem gibt es ja trotzdem Bonbons. Vielleicht habe ich in der ganzen Zeit jetzt, in der Raid Mania zum Beispiel, nehme ich ja wieder Einladungen an. Vielleicht kommt ja noch ein zweites 100er dazu. Wir können das hochziehen. Deswegen immer gut, wenn man trotzdem Bonbons mitnimmt. Gab jetzt auch 4 4XL. Wir bewerten es mal kurz. 12, 12, 13. Nähehit Bockhausen. Ist jetzt nicht so krass. Hat trotzdem Sangdo-Klinge. Hier hat noch einer eingeladen, der Tix Kekslord. Aber ich sag's nochmal dazu, Terrakion brauche ich einfach gar nicht mehr. Ich werde also keine Einladungen annehmen, nichts. Nicht wie bei Viridium, da habe ich versucht, wirklich jeden, den ich gesehen habe, mit in den Raid zu gehen, mich bei jedem Raid in der Raid-Gruppe einzutragen. Ihr könnt die Raid-Gruppe natürlich nutzen in der Beschreibung. Wenn ihr Terrakion raidet, würde ich euch empfehlen, ist sehr nützlich. Ich werde nichts mehr annehmen. Jetzt wird's wieder ruhig um mich. Ich krieche mich wieder in mein schwarzes Loch zurück. Aber Mittwoch in der Raid Mania, eine Stunde lang, da geht wieder Action. So, das war's von meiner Seite aus. Habt ihr ein Gutes bekommen? Habt ihr ein Shiny bekommen? Schreibt's mal in die Kommentare. Jetzt kann ich nicht mehr laufen. Das ganze Knie kaputt ist jetzt durchs Rumhockern. Habt ihr ein Gutes bekommen? Habt ihr ein Shiny bekommen? Schreibt's mal rein. Genießt diese Aussicht nochmal. Guckt euch das an. Ist es nicht herrlich? Da steht eine grüne Olive. Und da ist ein Wald. Und die Frau ist irgendwie dahinter gelaufen. Ich weiß nicht, wo die herkam, wo die hingeht, was sie vorhat. Ich habe erst gedacht, das ist der Extreme oder der Beer Benny und einer macht den Raid mit. Ach nee, der wohnt ja gar nicht mehr hier. Aber der Beer Benny. Hier haben wir letztens nämlich am Mega Raid Day den Mega Raid Day gestartet. Haben uns alle hier hinten getroffen und hier diese zwei Arenen als erste Arenen mitgenommen. Das war's jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.